Nach zwei Kriegen war Schlesien an Preußen gefallen. Österreich, das die Rückeroberung des verlorenen Gebietes anstrebt, schließt Bündnisse mit Russland und Frankreich. Friedrich II. Kommt seinen Gegnern zuvor und fällt überraschend in Sachsen ein. Damit beginnt der dritte, der siebenjährige Krieg. Das Wirtschaftsleben der Residenzstadt Berlin ist schwer beeinträchtigt. Auch Jacques Laurent kann das zur Tuch- und Seidenmanufaktur erweiterte Familienunternehmen nur mühsam über die ersten Kriegsjahre retten. Ich bin auch in Eile. Dann wird der Krieg schon noch einen Moment warten. Mademoiselle, ist Französin? Wir sind Refugié. Ich liebe die Franzosen. Besonders die hübschen Mademoiselles. Die Fläschchen bitte. Behalten Sie es. Es taugt eh nicht für einen Kriegsknecht. Ich hole es mir hier ab, am ersten Sonntag nach dem Krieg. Adieu, schöne Mademoiselle. Und beten Sie fleißig für mich. Horrido! Wir danken dir, Herr, dass du das Leben unseres Königs bewahrt hast. Liebe Gemeinde, soeben erreichte uns die Nachricht, dass Seine Majestät der König in der Bataille bei Liegnitz einen kompletten Sieg über die österreichische Armee unter General Laudon errungen hat. Zu Ehren Seiner Majestät und zum Dank für den dem König verliehenen Sieg singen wir jetzt gemeinsam den 21. Psalm. In unserer Gemeinde, vor allem bei jungen Leuten, in erschreckendem Maße um sich greifen. Kommst du nachher mit zu mir? Gerade in Kriegszeiten. Kannst du den Abend mal davor?
wo allerhand gottloses Gesindel in unseren Mauern Zuflucht gefunden hat. Väter und Mütter sollten daher ein sorgsames Auge auf ihre Töchter und Söhne haben, damit sie nicht der Sünde anheimfallen. Da, probier's mal. Weißt du, warum ich zu spät kam? Frauenzimmer betrügen die Männer, wenn sie die Lippen färben. Oder wenn sie Mannspersonen zu bösen Begierden gegen sie Gelegenheit geben. Voila. Na, wie gefällt es dir? Ist es nicht schick? Denise, träumst du? Sag etwas. Was an, Magdalene? Hast du nicht gehört, was dein Bruder gepredigt hat? Ach, hörst du hin? Da. Probier's mal an. Aber woher hast du das alles? Das ist der Nachlass von Madame Beauclair. Deine Gouvernante? Ist die gestorben? Nein. Obwohl Papa und Jean-Jérémie sie sicher zur Hölle gewünscht haben. Papa, der ehrenwerte Professor, kam nämlich eines Tages dahinter, dass er eine echte Pariser Hure als Gouvernante für seine Tochter engagiert hat. So, das ist nicht wahr. Doch. Und ob das wahr ist? Hier, hinter diesem Vorhang, wo sie schlief, ging es manchmal sehr lebendig zu. Ach, Denise, ich konnte dir Geschichten erzählen, zu komisch. Und das im Hause eines gelehrten Professors und eines Pastors dazu. Aber wie? Schwör mir, dass du schweigen kannst. Aber wir sollen nicht schwören. Dann versprich es halt. Also gut, ich verspreche es. Aber was soll das? Schau, unter dem Fenster ist ein Vordach. Mhm. Und an dem Vordach lehnt eine Leiter. Mhm. Na ja, die Herren mussten jung und gelenkig sein. Für mich zum Beispiel ist es eine Kleinigkeit. Was? Du gehst da raus? Ja, manchmal. Heimlich des Nachts. Aber, Magdalene. Na ja, so zum Vergnügen. Weil es aufregend ist, ein Geheimnis zu haben. Schön haben Sie es hier. Ja, ja. Die alte Heimat nicht ganz vergessen. Aber eine gute Zukunft, mein lieber Kompagnon. Alles, was recht ist, trotz 4 Jahren Krieg. Wir haben ganz schön Glück gehabt. Ich kenne mich da aus, das können Sie mal glauben. Ringsum, da, wo der Krieg so richtig gewütet hat. Da sieht's ganz beschissen aus. Nun ja, rosig sieht's ja bei uns, weiß Gott, nicht gerade aus. Kopf hoch, mein gutes Doch. Wer einen Sabetzki zum Partner hat, der muss nicht Trübsal blasen. Und außerdem, ich habe mein Kapital ganz schön gleichmäßig verteilt. Die Aktiva gleichen die Passiva aus. Und immerhin gibt es noch genügend gewinnträchtige Unternehmungen, die am Krieg ganz schön verdienen. Ja, aber wann wird man jemals wieder in Samt und Seide gehen? Die Leute, die es früher leisten konnten, die werden es auch heute noch tun, meine ich. Aber es reicht nicht hin, alle meine Leute in Lohn und Brot zu halten. Sehen Sie, das ist der springende Punkt. Wir müssen diese Leute behalten. Denn wenn es dann plötzlich wieder losgeht, dann fehlen uns die Leute. Und Sie wissen, was es kostet, so einen Seidenweber aus Lyon hier rüber zu kriegen. Das sind dann immer 1000 Blanketaler. Nee, die 30 guten Leute, die wir haben, die müssen wir behalten, auch wenn sie im Augenblick nichts zu tun haben. Außerdem das Geld, das wir denen zahlen, das ist ja nicht viel wert. So war unser Geldmacher Ephraim heißt. Ja. Hey, gucke mal an. Die ganze schöne Familie beisammen. Wer ist dieses schöne Kind? Ich heiße Marie. Schöner Name. Oh, pardon, Mademoiselle. Meine Schwester Denise. Ja, wer sagt's denn da? Hat der Herrgott ja wieder ordentlich hingelangt, wie er die Schönheit vergab. Wenn das mein Auge sehen würde, also dem würden die Augen aus dem Kopf fallen. August Hermann, das ist mein Sohn. Ich habe hier ein kleines Präsent mitgebracht von einer Geschäftsreise ins Sächsische. Ich hoffe, es wird der Dame des Hauses gefallen. Mama lässt sich leider entschuldigen. Oh je, es handelt sich hoffentlich um nichts Ernstes. Ja. Na ja, da bitte ich mich, Madame zu empfehlen. Bitte.
Sehr gemütlich haben Sie es hier, Herr Laurent. Sehr gemütlich. Wirklich. Also, wenn ich ehrlich bin, mir knurrt schon direkt der Magen. Von der französischen Küche spricht man ja Wunder. Nun ja, auch wir essen jetzt Kartoffeln. Was Sie nicht sagen. Kartoffeln. Der hat vielleicht ein Gesicht gemacht. Kartoffeln? Und dann hat er beim Essen noch zweimal davon gesprochen, dass Denise und sein Auge bestimmt ein gutes Paar abgeben. Nee, wenn ich sie so vor mir sehe. Hör auf, Marie. Und Papa hat genickt und zu allem Ja und Amen gesagt, als wäre die Hochzeit längst beschlossene Sache. Kommt dir überhaupt nicht in Frage. Da habe ich schließlich auch noch ein Wort mitzureden. Und wenn dieser Auge nun wie sein Vater aussieht? Marie, bitte schweig jetzt. Ich will diese Angelegenheit nicht noch weiter ausgemalt wissen. Mit den schönen abstehenden Ohren. Und wenn er guckt wie ein abgestochenes Kälbchen. Marie, bitte geh jetzt hinaus. Ich habe noch etwas mit deinen Geschwistern zu besprechen. Dass ihr es wisst. Ich jedenfalls heirate nie einen Preußen. Nie, nie, nie. Das ist alles Unsinn, mein lieber Paul-André, alles Unsinn. Aber gegen die halsstarrigen Moralisten kommst du nicht an. Wenn es nach mir ginge, ich wäre schon längst ausgetreten aus der Kolonie. Willst du mal probieren? Meine Spezialität nur für den Hausgebrauch. Danke, Onkel David. Kostverächter. Dass ich immer noch Onkel zu dir sage, verzeih. Warum? Das sagst du auch schon, solange du reden kannst. Jeder junge Mensch braucht einen Onkel, damit er Vater und Mutter nicht ganz hilflos ausgeliefert ist. Also, wenn ich schon einen erwachsenen Neffen habe, dann will ich auch mit ihm trinken zum Kuckuck Prost. Danke, Onkel David. Ich sollte mich überhaupt mehr um dich kümmern. Du hast einen Mentor, mein Junge. Jemand, der dich ein bisschen ins Leben führt. Du bist mir zu ernst, Paul-André. Du wirst mir doch nicht zum Misanthropen werden, so jung wie du bist. Es ist Krieg, Onkel David. Ach, was Krieg, Krieg? Soll der ihn führen, der Spaß an ihm hat? Sollen wir deshalb Trübsal blasen? Katharine. Guten Tag, Paul-André. Katharine. Ja, ja, ja. Ich weiß schon, was meine liebe Nichte will. Du weißt nicht, wie die Menschen leiden, Onkel David. Unsere Arzneien sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn der Krieg noch lange dauert, macht sie mich zum armen Mann. Gott will, dass wir fleißig sind, Onkel David. Aber wir sollen den Gewinn nicht selbstsüchtig anhäufen. Ja, 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 ja. Werde ich eben ein gottgefälliges Werk tun, hm? Man kann sich Gott nicht anbiedern, das solltest du wissen. Ja. Ich trage ihn. Vielleicht soll ich doch besser Katholik werden. Auch der Gott der Lutheraner lässt doch wenigstens mit sich handeln. Man hat's schwer. Danke, Paul-André. Er ist schwer. Darf ich ihn tragen? Es ist weit bis zum Hospital. Das macht doch nichts. Tag, Elisabeth. Guten Tag, Paul-André. Uns eine Schokolade, Elisabeth. Ja, Tante. Hast du das gesehen, David? David, Katharine und Paul-André. Er hilft dir mit dem Korb. Ach. Hast du keine Augen im Kopf? Er schleicht ihr nach wie ein verliebter Kater. Das soll noch keinem jungen Mann geschadet haben. David, Katharine und Paul-André. Katharine ist Charles Laurents Tochter, nun ja. Ob sie es auch weiß? Zumindest ahnt sie es. Sie, die sonst allem Schmuck abhold ist, die Kette, die ihr Charles damals geschenkt hat, sie trägt sie immer unter ihrem Kleid. Der arme Paul-André.
Katharine ist keine Frau für ihn. Seltsam, was das Alter aus euch Frauen macht. Wenn du wirklich so besorgt bist um die jungen Leute, dann solltest du deinem alten Freund Jacques Laurent mal gehörig den Kopf waschen. Mit seinen Heiratsplänen macht er seine Kinder allesamt unglücklich. Oh, alles zerknittert und alles zerdrückt. Aber gerettet, meine Schätze. Was liest du denn da? Geschichte der Manon Lescaut. Ah, kenne ich. Mit die Beauclair-Hand nicht zugesteckt. 281. Werden Sie antworten, das Ziel der Tugend sei demjenigen der Liebe unendlich überlegen? Wie viele Menschen sind vor der strengen Tugend fahnenflüchtig geworden und wie wenige vor der Liebe? Ich kann noch hinzufügen, dass die Liebe, obwohl sie ziemlich häufig täuscht, wenigstens nichts als Befriedigung und Freuden verspricht. Wohingegen die Religion verlangt, man müsse sich einer traurigen, fleischabtötenden Praxis unterziehen. Sagt die Grille. Was soll denn dieser Kram hier? Ich sag dir doch, Papa wollte alles verbrennen. Und mein neuer Cerberus. Ein entsetzliches Frauenzimmer. Sie kommt vom Lande, stell dir vor. Und schläft natürlich in meiner Kammer. Ich habe ihr gerade noch alles entreißen können. Für die Armen, habe ich gesagt. Da hat sie vielleicht Kuhaugen gekriegt. Komm, pack das sofort wieder ein. Wenn das jemand sieht. Warte doch. Schau mal, was ich noch gefunden habe. Da. Schau doch mal. Schau. Schon die Kupferpredigtenunzucht. So an, Magdalene. Schaff das fort. Sofort. Schaff das fort. Warum denn? Das ist die natürlichste Sache von der Welt. Dass man so etwas in Büchern druckt. Ich habe es nicht gelesen. Ich schwör's dir, ich habe es nicht gelesen. Schon die Bilder bringen einen ganz durcheinander. Ein Soldat! Zu Pferd! Aber es war ein Offizier. Ich weiß ja nicht einmal, ob er ein Offizier ist. Aber du hast gesagt, er saß zu Pferde. Und alle Offiziere sitzen zu Pferde. Ich weiß übrigens ein Etablissement, in dem des Abends viele Offiziere ein- und ausgehen. Ich habe es heimlich beobachtet. Dort muss es lustig zugehen. Man hört Musik und es ist viel Lärm im Haus. Marguerite. Jacques. Die Schönheit der Abendröte. Keine blumigen Komplimente. Ich weiß selbst, wie ich aussehe. Wollen wir nicht hinaufgehen? Nein. Schließlich habe ich mich in aller Heimlichkeit in dein Haus geschlichen. Setz dich. Ich muss mit dir reden. Ein Glas Wein? Du weißt, ich trinke keinen Wein. Nur unsere Freundschaft gibt mir den Mut, mich in deine familiären Angelegenheiten einzumischen. Aha. Was bedeutet aha? Ich glaube zu ahnen, worauf du hinaus willst. Du bist ein eigensinniger Querkopf, Jacques Laurent. Und vergesslich dazu. Wüsste ich nicht sehr genau, wie alt du bist, müsste ich annehmen, du seist dem Greisenstarrsinn verfallen. Hm. Da ich dich aber noch rüstig vor mir sehe, gesund und... Nun, über Gesundheit wollen wir lieber nicht reden. Ach, unser kleines Zipperlein haben wir doch alle. Aber geistig kannst du mir doch noch folgen, oder? Gewiss, meine Liebe.
Hör an. Das hast du nicht vergessen. Dass ich deine Liebe war. Dass du dann aber als folgsamer Sohn Marianne Peltois geheiratet hast. Weil sich dein Vater, ich weiß nicht, was für Vorteile davon versprochen hat. Marianne ist Maître Peltois einziges Kind. Die Mitgift also, na gut. Ich habe dafür bezahlt, Marguerite. Nicht nur du, Jacques Laurent. Welcher Teufel reitet dich aber, deinem Kinde ein nämliches Schicksal zu bereiten? Indem du deine Tochter zwingen willst, irgendeinen Herrn Sabetzky zu heiraten, den sie noch nicht einmal von Angesicht zu Angesicht gesehen hat. Marianne hat ihre Pläne mit den Kindern. Ich halte die meinen dagegen. Und das sagst du so einfach dahin? Dass deine Kinder, diese armen Geschöpfe, Opfer eures unleidlichen Ehezwists werden sollen? Wo ist dein Herz, Jacques Laurent? Hast du es in deinem Geldschrank eingeschlossen? Marguerite, mein Herz sitzt immer noch am selben Fleck und ich spüre es zuweilen sehr heftig. Es ist sicher mit der Zeit ein bisschen morsch geworden, aber es schlägt immer noch für dich. Nein, lass mich ausreden, Marguerite. Ich verspreche dir, wenn eines meiner Kinder mich wissen lässt, dass eine ähnliche Neigung wie die unsrige sein Herz bewegt, dann will ich mit mir reden lassen. Solange dies nicht der Fall ist, lass mich als redlicher Familienvater mein Haus bestellen. Da ist wer im Kontor. Vater und Marguerite Gaillard. Na und? Ich wünschte, ich würde meinen Vater mal in Flagranti erwischen. Ich habe plötzlich Angst. Ach was. Auf halbem Wege soll man nicht umkehren. Denk an deinen Offizier. Ach, was hat das für einen Zweck? Es ist, als suchte ich eine Nadel in einem Heuhaufen. Ach, es gibt auch noch andere dort. Du wirst schon sehen. Außerdem werde ich August Hermann Sabetzky heiraten. Na und? Heiraten und lieben ist zweierlei. Erst wird geliebt. Wenn du wen heiratest, ist eh alles vorbei. Aber was ist, wenn nun jemand sieht? Ach, sieht uns niemand. Bei Nacht sind alle Katzen grau. Du bist Denise.
wunderschön. Dein Kleid kommt. Du willst ausgehen? Ja, liebste Schwester, allergnädigster Hausdrache. Ich will diesem jungen Mann etwas die Grillen vertreiben. Steckte ich in seiner Haut? Ich wäre mir zu schade, mir mit einem alten Lüstling die Zeit zu vertreiben. Wie gut, dass er nicht in der deinen steckt. Sie machte ihm das Gallenfieber. Ich nehme an, du kennst die Geschichte von dem Mann, den vor lauter Übermut der Schlagfluss getroffen hat. Guten Abend, Katharine. Guten Abend, Paul-André. Du siehst müde aus. Den ganzen Tag schuftet sie im Hospital. Paul-André, der Punsch wird kalt. Auf Wiedersehen, Katharine. Avanti, junger Mann. Fortuna zürnet den Säumigen. Er liebt dich. Er wäre nicht mitgegangen, wenn du nur etwas gesagt hättest. Wenn ich ihm hier begegnete, was würde er denken? Freuen würde er sich, dich wiederzusehen. Ein Mädchen, das in einem solchen Haus verkehrt? Komm, lass uns gehen. Bitte. Ich sehe, die schöne Jungfer scheint sich zu langweilen. Charmant, charmant. Eine Jungfer, die noch errötet. Die Jungfer ist zum ersten Mal hier, wie mir scheint. Ja, sie ist meine Freundin. Die Jungfer scheint die Zugluft hier zu fürchten. Dort oben gibt es warme Stübchen. Sie macht einen Fehler, Kindchen. Sie zeigt zu viel von dem, was sie zu wenig hat. Du hast kein Glück im Spiel, mein Junge. Das bedeutet Glück in der Liebe. Auf dein Wohl. Danke. Und auf dein Glück. Guten Abend, ihr Lieben. So allein? Soll ich ein Gläschen mit euch trinken? Na, mein Kleiner. Später, mein Kind, später. Der Abend ist ja noch lang. Später, später. Nachher drängelt ihr euch wieder vor meiner Tür. Ah, hier hat man einen guten Überblick. Ganz ungeniert.
Wenn dir eine gefällt, mein Junge, brauchst du nur dein Schnupftuch zu werfen. Onkel David, sieh doch da unten, die Kleine ist doch Anne Magdalene Juvenal. Ah, sieh da, sieh da. Da wird der alte Juvenal sich aber freuen, der gestrenge Herr Professor. Aufregender als den Widerstand einer keuschen Schönen zu besiegen. Denise, Denise, oh Gott, ich will doch, hilf dir denn niemand. Hilf ihr doch. Komm. Denise! Ah, dein Galan, ja? Sag ihm, er soll besser auf sein Täubchen aufpassen. Er muss sich das nicht so zu Herzen nehmen. Sein Täubchen ist doch eine von den Sturmfesten. Nicht so eine wie die da. Würde doch bald hier überall durchgehen. Aufhören! Hört auf! Aufhören! Mesdames et Messieurs, die Russen! Die Russen marschieren nach Berlin! Sie sind schon am Köpenicker Tor! Wir müssen fort. Vater, zur Kirche, dort sind wir besser geschützt. Wir bleiben hier. Dies ist ein Haus der Sünde. Wie Sodom. Das alles über unseren Häupten zusammenstürzen. Das Küchengerät bleibt da, Kartoffeln und Mehl in die Körbe. Mein Gott, stell dich doch nicht so an! Denise, vorsichtig mit dem Porzellan. Die Eier nicht da, wie du schaffst. Sei doch mal still. Ruhe hier. Das Schießen hat aufgehört. Wann kommen Sie jetzt? Wer kommt, Papa? Die Russen. Die Russen kommen. Was, die Russen? Nun, Messieurs, wer von Ihnen ist bereit, zum Chef der russischen Truppen zu gehen? Da kämpfen unsere Brüder in Frankreich noch immer in den Zerwänden für ihren Glauben. Haben allein Gott und die Not. Sie gehen in die Wüste, wo der Herr ihnen eine Stätte bereitet hat. Man hat schließlich Familie. Die Frau ist einem ganz närrisch vor Angst. Man spricht davon, dass Unterhändler als Geiseln genommen werden. 3000 hat man auf die Galeeren geschafft, weil sie ihrem Glauben nicht abschwören wollten. Wenn es erlaubt ist. Und hier! Wo ihnen nichts mangelt,
sitzt ein Häufchen Kleingläubiger. Und keiner ist bereit, sich für den Schutz unserer Kirchen und frommen Einrichtungen einzusetzen. Wenn es erlaubt ist, ich dann weiß, ich... Jean-Jérémy, du hast unsere hugenottischen Tugenden nicht vergessen. Mögen sich doch mehr unter den Jungen abkehren von der Sattheit ihrer Väter. Mein geistlicher Bruder, Albert Royer, wird mich begleiten. Dann geht mit Gott, meine Freunde. Und bittet um den Schutz unserer Kirche. Wir leben in seelenverderbten Zeiten. Es ist ein Gericht Gottes über gewisse Familien. So beruhigen Sie sich doch, Juvenal. Als Pastor wird man Ihren Sohn unbehelligt lassen. Ich rede nicht von meinem braven Sohn. Ich rede von meiner Tochter. Meine Tochter Ann Magdalene hat mit einem anderen Mädchen, deren Namen mir zu offenbaren, sie sich hartnäckig weigert. Es kann also jedermanns Tochter in dieser Runde sein. Die beiden Mädchen haben in unehrenhaften Häusern ein skandalöses Leben geführt. Ich bitte das Konsistorium um ein hartes und abschreckendes Urteil. Aber das gehört doch nicht hierher. Wir haben jetzt andere Sorgen. Sollen sich auch durchprügeln. Fassen wir uns in Geduld, Freunde. Trotz aller berechtigten Empörung unseres Freundes Juvenal bitte ich die Versammlung, den Antrag zurückzustellen. Wir haben andere Sorgen und außerdem sind wir nicht beschlussfähig. Seine Exzellenz, der General, bedauert, im Falle der Einrichtungen der französischen Kolonie keine Ausnahmeregelung treffen zu können. Aber Herr Offizier, wir haben auch stets von der hiesigen Obrigkeit... Herr Kaufmann Sobetski. Sehen Sie, Exzellenz. Seien wir ehrlich und betrachten wir die Sache mal ganz nüchtern. Der Einfall der Österreicher zu Michaelis 1757 herum, der hat uns 200.000 Reichsdaler an Kontribution gekostet. Und unser König ist auch nicht kleinlich, wenn es ums Geld geht. Aber Sie verlangen 4 Millionen im Gold. Das sind 3,8 Millionen mehr als der Österreicher. Und versuchen Sie mal, einen nackten Mann auszuziehen. Es gibt doch außer Ihnen noch andere wohlhabende Leute. Aber Exzellenz, unsere Häuser können Sie doch leider nicht auf den Wagen laden. Wenn nicht ist, dann müssen sich die Gläubiger mal mit weniger zufrieden geben. Sagen wir, 1,5 Millionen. Sie sind ein geschickter Kaufmann. Naja, ich bin aus Dresden. Und ich dachte, Sie sind Berliner. Ich bin auch ein Berliner, aber die Berliner, die kommen von überall her. Denken Sie doch mal an die Herren, die vor mir die Ehre hatten. Ich werde Ärger haben, weil ich auf Ihr Angebot eingegangen bin. Aber die Fakten sind einleuchtend. Факты прямо вещь, сударь.
Da wir uns gerade so nett unterhalten, Exzellenz, da wäre noch eine Angelegenheit von allerhöchster Wichtigkeit. Die Straßen sind voller russischer Soldaten. Die Bürger bekommen es mit der Angst. Du musst nicht falsch von mir denken. Ich suchte dort wen. Oh, manchmal denke ich, es wäre gut, sie wüssten es. Mama, Papa, alle. Ja, man würde mich wie Anna Magdalena in ein dunkles Loch werfen und ich bräuchte diesen Zabetski nicht zu heiraten. Noch ist er im Krieg und er hat schon Tausenden das Leben gekostet. Oh mein Gott, sprich nicht weiter. Ja, komm jetzt, komm. Wo ist der Vater? Lass uns beten, Schwester. Ich bin's, Paul André. Der General hat seine Truppen in die Quartiere beordert, aber es soll noch vereinzelt Marodeure geben. Und die wissen, dass es in Apotheken auch Schnaps gibt. Wo ist Katharine? Ich meine, sie ist doch im Haus. Hand aufs Herz, mein Junge. Die Frage kommt nicht von ungefähr. Ich weiß, du liebst Katharine. Und wenn ich sage Katharine, dann tut's hier ein bisschen weh. Setz dich. Zum Wohl. Katharine ist seit Tagen im Hospital geblieben. Sie schläft auch dort. Sie war immer schon ein wunderlicher Mensch. Tja, Kinder der Liebe haben es nicht leicht. Wie meinst du das? Na, einer muss es dir ja mal sagen. Katharine ist die Tochter deines Onkels Charles mit seinem unsteten Temperament. Sie ist deine Cousine, Paul André. Ich habe von alledem nichts geahnt. Es wäre ein Geheimnis geblieben, wenn nicht Marguerite euch mit ihrem sorgenden Mutterauge verfolgt hätte. Dann weiß es also Katharine auch? Oh Gott. Marode, Brüder. Deine Schwester und Elisabeth. Warte, nichts Unbedachtes. Hallo, Schwester. Bitte, bitte, bitte. Der Wodka! Nein, der Wodka! Nix, Wodka! Ja, der Wodka! Und ja,
знаю, что я могу сказать по поводу этих ребят, но все проходит так незаметно, что я не знаю, что дальше будет. Месье Гая? Ja. Внесите! Sie nannten uns Ihren Namen, Monsieur. Bevor Sie... Catherine! Ah! Ihr habt sie umgebracht. Ihr Mörder! Es waren nicht unsere Leute, Monsieur. Я не знаю, почему так это все случилось. This here. Я не понимаю, почему все так скоропостижно произошло. Это было так внезапно все. Geschenk ihres Vaters. Habt ihr es gehört? Die Russen ziehen ab! Die Straße ist wie ausgestorben. Vivat! Vivat! Schnatterateng! Die Preußen kommen! Vivat! Ist die preußische Armee da? Die preußische Armee? Das bin zunächst ich, holde Jungfer. Ist dies das Orange Haus? Ja. Immer sachte, Jungfer, wir sind mal nur vom Train. Eigentlich marschieren wir immer artig hinterdrein, aber als der General das Ganze kehrt befahl, hat's uns plötzlich an die Tät verschlagen. Monsieur Laurent? Ich bin der August Hermann Sabetzky. Ich suche meinen Vater. Ich nahm an, er würde sich hier aufhalten. Hoppla. Sabetzky? Ja. August Hermann? Ja. Ach, du liebe Güte. Sie sind August Hermann Sabetzky? Die hübsche Jungfer, an die ich all die Tage dachte?